Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich glaube, das müsste jetzt die sechste Folge schon sein von Minecraft Mero. Heute bin ich mal alleine und the server is starting. Please reconnect. So, vielleicht jetzt. Perfekt. Okay, die letzte Folge ist aus meiner Sicht schon ein paar Tage her. Wundert aber euch nicht, warum ich jetzt hier wieder noch zum Haus schieße, da ich mich doch in der letzten Folge wo ganz anders und zwar beim Gegner ausgelockt habe. Und zwar gibt es so etwas, das nennt man Livestream-Zeit. Das sind 2 Stunden, die man in der Woche hat. Diese kann man entweder auf Twitch nutzen oder aber auch aufnehmen und dann auf YouTube hochladen, entweder normal, gespeedet oder auch so wie ich es machen werde, gespeedet und nachkommentiert. So, nun ist mir ein Fehler aufgefallen und zwar der Knopf, der hier dran war. Denn hier darf kein Knopf dran sein, weil sonst können die Gegner hier einfach reinmarschieren. Die Erfahrung haben wir gemacht, wir haben das jetzt herausgefunden. In der Kiste haben wir Enderperlen und Diamanten gefehlt. Die wurden vom Feind geklaut. Also gehe ich davon aus. Ja, wir haben es herausgefunden. Gut, und nun muss ich halt den Hebel entfernen, durfte aber keine Folge mehr aufnehmen, deswegen habe ich einen Teil meiner Livestream-Zeit benutzt. Danke. So ungefähr 7 Minuten und habe das hier kurz fertig gemacht, weil die Livestream-Zeit darf man auch teilen. Ich habe es aufgenommen, das heißt, es schneide ich dann an den Anfang der Livestream-Zeit und habe die Zeit dann nur noch 1 Stunde und 53 Minuten Zeit diese Woche, was ich jetzt übrigens am Donnerstagabend noch nicht erledigt habe. Gut, das ist alles leer. Dann entleere ich hier mal mein Inventar. Kann man nicht mittlerweile die Hexical-Essenzen herstellen? Weil es geht ja nicht. Ne, geht immer noch nicht. Okay. Man darf das, glaube ich, mit Ghosties so handeln. Das heißt, er geht da in Game Mode und dann tauscht man das sozusagen. Also jetzt nicht einfach aus dem Game Mode Cheat. Also, ja Gott, was labe ich gerade schon wieder? Also, Ghosty wird es ja schon aus dem Game Mode cheaten, aber nur wenn man es ihm auch handeln kann. Das heißt, so teuer wie zum Beispiel ein Hexe des Projektes. Was? Der Hexe des Projektes, was? Wie auch in zum Beispiel Hexe der Hexical Diamond sein würde. So teuer ist es dann auch. So, gut, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte noch ein bisschen nach und farmen gehen und danach in Dungeons. Genau, das wollte ich machen. Wo gibt's denn hier leckere Karotten? Jetzt sagt mir nicht, dass es einfach nirgends so Karotten gibt. Als ob es jetzt wirklich hier nirgends so Karotten mehr gibt. Nur Kartoffeln. Also, das gefällt mir jetzt ja gerade nicht so. So, zack. Dann ernte ich ja 2 Felder ab. Lass es noch ganz kurz braten. Nein, ich will sie nicht essen. Nein, ich will es immer noch nicht essen. Achso, und übrigens, wenn ihr das seht, dann. Ne, warte, wann seht ihr das? Ich glaube, es müsste Samstag sein. Ja, ich habe noch eine Folge vorproduziert, die dann weiterkommt. Ja, müsst ihr Samstag sehen und dann habe ich endlich Ferien. Yay, das heißt dann auch, dass ich mehr Zeit haben werde. Ja, gut, das heißt es einfach. So, kommen wir nochmal zu dir, Mikolo. Ich glaube, Mikolo hat das Projekt verlassen. Ich weiß nicht, der hat die Skype-Konfi verlassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so ein Tschüss-Geschenk ist oder einfach nur so. Auf jeden Fall nehme ich das dankend entgegen, auch wenn ich es eigentlich nicht brauche. Aber naja, okay. Gut, dann warten wir noch ganz kurz ab. Die Folge geht jetzt schon 4 Minuten oder sowas. Bin mir nicht sicher, weil ich hatte ein paar Probleme beim Join. Ja gut, und Sheffield F Damage ist auch ganz nice. Denk mal, ihr habt es im Pre-Intro gesehen, weil der Server kurz nicht funktioniert, beziehungsweise ich konnte nicht joinen. Musste erst auf anderen Server joinen und so. Dann hat es funktioniert. Gut, dann möchte ich jetzt ganz gerne Dungeons machen. Ich gehe mal in die andere Richtung. Ich will zum Gegner und ich sollte die Tür zumachen, falls ich nicht mehr zurückkommen sollte. Und zudem habe ich noch ein bisschen den Enchanting Table eingebaut, sodass man den auch nicht mehr klauen darf. Wobei man den, glaube ich, eh nicht klauen darf. Aber das habe ich auch noch in der Livestream-Aufzeichnung gemacht.
die ihr wahrscheinlich irgendwann so gegen Wochenende auch sehen werdet. Und in den Obsidian-Tower möchte ich nicht gehen, weil da könnte ich nicht rausfliegen, beziehungsweise nur sehr schwer, obwohl ich habe gar keine Diamant-Spitzhacke, das heißt, es würde ja fast Jahre dauern. Diese Blumen sollte man übrigens jetzt auch immer mitnehmen, denn daraus kann man die Hexical Essenz machen und daraus dann die stärkste Rüstung im Spiel. Gut, den Netherturm möchte ich auch nicht machen, weil es sind recht starke Gegner drin. Ich möchte einfach so einen ganz normalen Cobblestone Tower machen, der nach oben geht am liebsten, da kann man immer so schön schnell rausfliegen, auch wenn ich kein Wassereim habe und dann kein MLG machen kann. Naja, dann laufen wir einfach noch mal ein Stückchen weiter. Da, das sieht doch ganz nice aus. Ich hoffe mal, der wurde noch nicht gelootet, aber ich denke mal, der Großteil unserer Mitspieler ist in Richtung Wüstegand und nicht in dies. Deswegen habe ich jetzt mit Absicht mal diesen Weg eingeschlagen. Schauen wir mal, ob die untere Kiste gelootet ist. Wobei man es eh immer schlecht erkennt. Nee, okay. Nein, okay, scheinbar nicht. Weil sonst werden hier auch die Spawner abgebaut. Was ich sagen wollte, man kann es ja immer ein bisschen schlecht erkennen, weil es größtenteils eh nur etwas schlechtere Items hier unten drin gibt. In den unteren Kisten. Aber schön, dass ich die ganzen Skelette gerade so two-hitten kann. Oder three-hitten. Und ein bisschen blockhitten, yay. Da kam noch kurz ein Kopf entgegen. Oh, obwohl, Fackel muss ich dabei haben, falls Nacht wird. Okay, ich habe so einen Effekt. Okay, der ist jetzt weg. Der Hunger-Effekt ist weg. So. Zack. Ich habe zwar nur Full Iron, aber ich glaube, diese kleinen Köpfe da machen einen immer einen Effekt. Mal Hunger, mal wie jetzt Slowness. Was ich sagen wollte, trotz meiner Eisenrüstung bin ich doch recht safe. Obwohl, ich lasse mal ein paar Sachen hier. Ne, den Kopf brauche ich zu Hause. Den Bogen kann ich noch hier lassen. Ich habe schon 23 Level, das geht echt schnell. Zack und zack, das sind die auch beide weg. Ach komm, lass mich doch das Teil abbauen. Ernsthaft? Boah, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, gut. Habe ich das auch? Ein bisschen Brote. Oh, mir geht's gerade echt nicht so gut. Ich achte auch darauf, Karotten und Potatoes abwechselnd zu essen. Weil es erhöht ja den Saturation, also den Sättigungseffekt. Und oh mein Gott, sind da viele Mobs. Gut. Dem System bin ich aber gut umgangen. Oh nein, kommen da viele Mobs. Mir geht's nicht gut, mir geht's echt nicht gut. Und mit echt nicht gut meine ich echt nicht gut. Server closed. Lol. Ja, der macht manchmal so Restarts. Aber dann müsste auch gleich wieder online sein. Hm. Ich habe ein halbes Herz. Ich muss direkt F3 öffnen, dass ich weiß, wo ich bin. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht irgendwie durch diese Wartezeit. Nee. Server ist... Jetzt müsste online sein. Okay, ich wäre gerade fast runtergelaufen. Okay, ich laufe noch mal ein Stückchen runter. Ich wollte gerade Blöcke ausrüsten. So, ich hoffe mal, dass hier jetzt kein Dingsbums sich rüberbaut. Keine Spinne. Aber auch wenn, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Herzen. Und vorhin habe ich nur so groß gesagt, ja, ja, mit meiner Eisenrüstung machen jetzt echt nicht so viel Damage. Okay, solange tue ich mal hier ein bisschen. Oh, ich habe ein Legendary Loot Bag. Das ist nice, da ist immer guter Loot drin. So,
So, direkt mein Inventar ein bisschen sortiert. Obwohl die Pfeile sollte ich behalten. Okay, und da kann ich jetzt auch so langsam wieder drauf gehen. Lol, als ob. Was war das? Da ist das Teil einfach explodiert mal wieder. Hä, wo ist das? Lol, als ob der mir Poison gegeben hat. Ich sehe auch nicht, wie viel Leben der hat. Okay, nicht mehr viel. Gut, ist jetzt tot. Ich habe noch 2 Sekunden. Wilder. Okay, ist jetzt weg. Puh, da muss ich auch erstmal wieder regenerieren. Das ist echt ziemlich knapp. Meine Rüstung hält jetzt auch nicht mehr so viel aus. Es sind aber noch einige Etagen. Ich habe auch bald 30 Level, aber ich habe halt noch keinen Full Enchanter. Deswegen bringt mir das jetzt auch nur bedingt. Okay, hier ist nichts mehr. Die Ebenen habe ich dann schon erledigt und dann bekomme ich erstmal wieder 5 Sekunden Poison. Vielen herzlichen Dank. Und da oben wartet ein Skelett auf mich. Komm schon. Okay, das backt da rum. Und er ist auch One-Hit gewesen. Hä? Was ist das? Connection Lost. Failed to connect to the server. Ich weiß gerade echt nicht, was mit diesem Server los ist. Nitrado, warum lässt du uns im Stich? Lädt sich auch gerade nicht. Can't connect to server. Ist jetzt nicht so geil. Server is still starting. Ja gut, es sieht fast aus, als ob es jetzt hier ein paar Bugs geben würde. Bemerkt man hier natürlich kaum. So, jetzt kann ich wahrscheinlich wieder drauf schauen. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Dann bauen wir hier noch kurz den zweiten Spawner ab. Essen eine Karotte. Und bekommen hier wahnsinnigen OP-Loot raus. Das ist doch immer schön. Und was genauso schön ist, ist, wenn man von einer Spinne Preußen bekommt. Okay. Oh, Bogenduell gegen Skelett gewonnen. Ich bin hier der Pro. Als ob die jetzt hier einfach. Oh mein Gott. Ein Herz, zwei, doch, ein Herz hatte ich. Hier noch ein bisschen Level einsammeln. Da bin ich noch glatt eine Tasche runtergefallen. Also, es ist teilweise schon etwas knapp. Moment, teilweise meine ich sehr oft. Epic Loot Bag. Kann ich hier mal wieder ein bisschen Inventar sortieren. Das brauche ich ja echt nicht. Ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Schwert, aber es bringt mir natürlich nichts, wenn die mir so viel Damage machen. So. Okay, da ist es. Ich bin auch auf eine heroische Art und Weise gestorben. Und zwar an Volldamage. Also hier sind echt die Spinnen am gefährlichsten. Als ob es so eine wahnsinnige. Oh mein Gott. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Ich sollte mir echt solche Heal-Pots machen. Wir waren zwar noch nicht im Nether, aber würde meine Gesundheit auch nicht unbedingt schaden, da ich jetzt voraussichtlich nicht sterben werde. Okay, ich gehe hier raus, das hat keinen Wert. Ich habe jetzt einigen Loot bekommen. Es wird jetzt auch Nacht, das heißt, ich sollte mir Fackeln ausrüsten. So, zack. Und dann würde ich gerne noch kurz nach Hause gehen. Gut, den Tower haben wir jetzt dann nicht fertig gemacht. Es geht aber auch eh.
Hallo Chicken, guten Tag. Na, Kollege? Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Dieses, als ob es regnet und Nacht ist. Dieses Chicken hat mich verwirrt. Ja, dann geht's nach Hause. Nein, ich höre so ein böses Tier. Egal. Ja, okay, jetzt habe ich komplett vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Hust, hust. Gut, gehen wir einfach mal nach Hause und nehmen hier diese Hexical Essenz mit. Übrigens braucht man, um einen Hexical Diamond zu machen, 4 von diesen Essenzen und einen Diamanten. Aber irgendwie durch ein paar Mods war es nicht möglich, das zu machen und so. Deswegen backt es rum, es gibt kein Rezept. Deswegen müssen wir es eben auf andere Wege machen. Und hallo Villager. Als ob du so schlecht tradest. Ich meine, was hat man schneller? Ja, warte, bin ich überhaupt richtig? Ich bin gar nicht richtig. In einem anderen Dorf. Ja, ich bin gerade einfach in ein anderes Dorf rein. Was passiert, wenn man diese Grabsteine kaputt macht? Einfach gar nichts. Aber hier sind einige Bücherregale drin. Kann man ja mal mitnehmen. Oder was habe ich sonst noch bekommen? Ich habe doch mehr bekommen wie nur die Bücher, oder? Naja, auf jeden Fall habe ich hier auch ein bisschen Essen. Und ich muss es ja nicht nachpflanzen. Wovon bekommst du jetzt bitte Damage? Ach ja, wer weiß das schon. Bin einfach jetzt ins falsche Villager-Dorf gerannt. Kann ja mal passieren. Gut, dann würde ich aber trotzdem mich auf den Weg nach Hause machen. Die Folge geht bisher so. Ja, ich war eigentlich nicht mehr wie 16 Minuten auf dem Server. Und warum seid ihr alle noch draußen? Ich meine, es ist Nacht. Da geht man doch in sein Haus rein, wenn man so viele Feinde hat wie Villager. Aber von woher komme ich? Ich glaube aus dieser Richtung. Ich glaube aus dieser Richtung. Bin mir aber jetzt echt nicht sicher. Nee, ich kam nur aus Richtung von diesem Turm, oder? Ja, jetzt müsste man halt nur noch die Koordinaten wissen. Was passiert hier? Was ist das? Eine Katzenstatue. Sehr impressive. Aber von hinten komme ich hier von diesem Tower. Wird es gerade Tag? Ja, klar wird es gerade Tag. Ja. Und hier ist auch das nervige Wasser, wo ich erstmal durch musste. Dadurch, dass es halt so extrem dunkel ist, sieht man einfach gar nichts. Also nur halt diese Umrisse, weil es so langsam Tag wird. Ah. Okay, jetzt wird es schon besser. Jetzt laufe ich lieber ohne Fackel rum, obwohl wird es doch besser. Ich dachte kurz, da würde man die Konturen schlechter sehen. Ich bin jetzt hier in eine Schlucht reingefallen. Das finde ich eigentlich nicht ganz so toll. Ich würde auch noch gerne in dieser Folge es schaffen, zu Hause anzukommen. Jetzt habe ich schon wieder so viele Blumen sind. Ich hoffe mal, dass es dieser Tower hier war. Ich bin mir nämlich nicht so sicher. War ich jetzt hier drin, schon drinne? Ja, war ich. Dorf? Wo bist du? Da oben steht ein Kürbis. So, jetzt müssen wir halt nur noch die Koordinaten von dem Dorf wissen. Aber ist da irgendwas mit 300? Ist es ein Zombie-Pferd? Als ob. Habe ich einen Sattel dabei? Nee. Ich töte es einfach mal. Okay, hat mir jetzt nicht viel gebracht, ein Leder. Naja, okay, muss es sein. Oh Leute, hier ist ein Grabstein. Ist jemand gestorben? Hat jetzt aber nicht diesen OP-Loot dabei, wie ich ihn mir erhofft hatte.
Hol ich mir mal ein bisschen. Auch noch kurz mit, da ist noch ein Grabstein. Da war wohl jemand mal nachts unterwegs. Und hat versucht, seine Sachen wieder zu holen. Ich weiß, da hinten war noch mal einer. Er ist mit Pflanze, aber ist egal. Und ist halt dauerhaft gestorben, während er versucht hat, wieder die Sachen zu holen. Oder ist es irgendwas anderes? Also ist durch irgendwas anderes gespawnt. Okay, da ist diese Netherturm, in den ich nicht reingehen wollte, weil er schwierig ist. Ich glaube, das sind so viele Flammen. Mobs nehme ich jetzt einfach mal. Fleisch brauche ich hier nicht. Der hat doch Fleisch getroppt, oder? Okay, hab's gar nicht aufgesammelt. Dann ist es ja gut. Es wäre nur gut, wenn ich auch das Dorf finden würde. Die Folge geht schon um die 20 Minuten, aber die Blumen muss ich einfach mitnehmen. Da muss ich dann mal mit dem Villager Mr. Ghost Hunter traden. Wobei, ich glaube, wir haben gar keine Dias. Haben wir Dias? Nee. Ist irgendwie exakt andersrum wie bei Hexe, weil da gibt es das alles hier auch. Nur da sind die Pflanzen halt super selten und nur so richtig vereinzelt. Dann ist es Dorf, glaube ich. Ja. Und Diamanten richtig häufig. Es ist doch unser Dorf, oder? Ist es unser Dorf? Auf jeden Fall ist es stark bearbeitet. Warum ist dieses Haus so kaputt? Warum ist allgemein unsere Stadt so verwüstet? Ja klar, hier wohnen wir. Aber unser Haus ist ganz. Aber was sonst hier abgeht, also den Brunnen weiß ich, das hatte mal mein Nick-TV so abgebaut. Das sieht recht normal aus. Wir haben hier eine kleine Farm. Hier unser Spawn. Ist eigentlich nur hier hinten, wo alles so zerstört ist. Vielleicht ist hier mal ein Creeper eingeschlagen oder ein Grabstein. Steht aber nicht von wem. Sieht alles hier ein bisschen kaputter aus, aber egal. Gut, ich habe noch ein paar Minuten. Naja, das kann ich schon mal nutzen, um wieder die Lootbags zu sortieren. Jetzt erstmal Inventar allgemein. Die Pfeile würde ich gerne behalten, das brauche ich nicht. So. Fackeln sollte ich aber trotzdem immer dabei haben. Fackeln sind das auch A und O in diesem Projekt. So gut. Zack, dann sortieren wir noch kurz das Unnötige hier rein. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwelche wichtigen Sachen weggetan. Aber ist doch egal. Ich habe irgendwas wichtig. Da, die Karten. Genau. So, als erstes mal den besten. Ne, nicht den besten. Effizienz 4, einen der besten Lootbags. Also, weil ich muss ja eh alles rausnehmen. Eher ein bisschen mehr Crap als gute Sachen, bis auf das Effizienz 4 Buch. Hier ist ein Legendary Lootbag. Als ob da jetzt so schlechter Loot drin ist. Ich meine, es könnten auch einfach mal 10 Diamanten drin sein. Das hatten wir ja auch schon. Diamanten haben wir übrigens keine. Dafür eine Menge volle Kisten. Aber es kann ja auch in jedem Lootbag drin sein. Hier zum Beispiel 2 Diamanten. Kaum habe ich es erwähnt, kriege ich es natürlich. Hahaha. Epic Lootbag. Irgendwie habe ich fast so teilweise das Gefühl, es ist egal, ob es Legendary ist oder Epic oder was weiß ich. Man bekommt immer komplett random was raus. Ein Eimer hätte ich aber gerne mit Wasser gefüllt später mal. Super. Obwohl, die Schuhe brauche ich tatsächlich. Okay, ja, okay, diese Common Blutbags sind dann doch nochmal ein Stückchen schlechter. Wobei eine Enderperle gibt Schlechteres. Was war hier drauf? Ja, okay, sind jetzt nicht die besten Verzauberungen. Das geht besser und hier hätte ich jetzt einen Sattel gehabt. Also, wir haben eh eine Menge Sattel in der Kiste sowieso, aber ist egal. Gut, bisschen normaler Loot würde ich es jetzt nochmal nennen. Okay, jetzt ist mein Inventar voll. So,
tun wir das Zeug hier mal rein. Nimm noch kurz die Karte raus, Parkkochen. Und eine Menge Crap. So, dann habe ich hier im Backpack ja noch ein paar. Also ich muss sagen, diese Kamen-Loot-Bags sind echt nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht das Gelbe vom Ei. Und dann kommt hier einfach so ein Diamant hereinspaziert. Das eine Buch nehme ich mal. Man kann ja auch diese gesamten Loot-Bags nachher wegwerfen. So, hier unten. Schau ich mal, was wichtig ist. Name-Tag, Paper, Books. Ja, okay, kann man behalten. Oh, zwei Waffen. Cases. Das kann man auch wegwerfen. So, das reicht. Und was ist hier noch drin? Ein Buch. Alles, tschüss. Oh, da machen wir direkt mal einen auf. Dadurch können wir nämlich eine gute Waffe bekommen. Das Phantomschwert. Ist aber so gut wie meins. Also bringt es mir jetzt nicht arg viel. Und das zweite Weapon Chase Case gibt mir ein schlechtes Schwert. Aber das sehe ich gerade die Zeit und bemerke, dass ich diese Folge hier auch jetzt beenden muss. Ich tue noch ganz kurz mir die Pickaxe wegwerfen. Dann den Schalter in meinen Besitz nehmen. Noch kurz alles checken, ob alles zu ist, ja. Gut, dann würde ich diese Folge auch hier beenden. Ich disconnecte vom Server. Ich hoffe, ich habe nicht überzogen, aber durch die vielen Disconnects müsste es eigentlich alles im allem wieder gepasst haben. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr eine Bewertung und ein Abo freuen. Schaut bei anderen Teilnehmern vorbei. Ja, gut, vielleicht sind ein paar in der Videobeschreibung, weil wir hatten mal so gesagt, dass alle, die einen Link in ihre Konfi aufschreiben, werden dann verlinkt. Weiß nicht, ob ich das jetzt mal endlich machen werde. Und ja, dann war es das von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich wiederhole mich, deswegen sage ich jetzt ciao.